Heute geht es um Fluchtroutenplanung, Fluchtroutenmanagement. Wenn ihr den rein auf Bugout setzt oder euren Bug-in nicht mehr halten könnt und dann trotzdem raus müsst und auf der Flucht seid zu eurem sicheren Ort, es gibt keinen 100% sicheren Ort, aber den ihr gewählt habt, dann, wenn ihr innerhalb von einem Tag zu erreichen ist, dann braucht ihr das alles nicht. Da könntet ihr jetzt im Prinzip schon sagen, schauen wir uns nicht weiter an. Also bei uns ist es so, wir schaffen das in maximal 2 Tagen. So viel passt in unser Fluchtgepäck an Wasser und an Nahrung und an Equip, dass ich mir da nicht mehr groß Gedanken machen müsste. Aber ich hatte schon mal eine andere Fluchtroute, einen anderen sicheren Ort, der weiter weg war. Da hätte man eine gute 8-9 Tage gebraucht. Wenn ihr an eurem sicheren Ort alles eingelagert habt, was ihr für länger braucht, sind 8 Tage auch kein großes Problem. Ihr kennt sicherlich diese Dreierregeln. Ihr kommt 3 Minuten ohne Sauerstoff aus, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Essen. Im Notfall. Allerdings, wenn ihr jemanden dabei habt, der in Unterzucker kommt, dann werdet ihr froh, wenn ihr was zu beißen dabei habt. Da empfehle ich dann Energieriegel. Die Mr. Tom Erdnussriegel sind da echt gut. Die haben einen sehr hohen Kalorienwert und sind auch noch mit Honig gemacht. Mit solchen Riegeln kann man sicherlich diese 8 Tage überbrücken, von denen ich gesprochen habe. Das sind nicht allzu viele Riegel. Die kriegt man auch im Großhandel zu relativ vernünftigen Preisen. So. Jetzt habt ihr aber keinen SO, keinen sicheren Ort, keinen Fluchtziel, sondern ihr wollt draußen bleiben, so lange wie es geht. Oder ihr habt eine noch längere Route. Eine Fluchtroute zum Beispiel ins Ausland. Ihr habt mal eine nach Österreich, ins Rax-Gebiet. Da wären wir zu Fuß gut und gerne 3-4 Wochen unterwegs gewesen, mit Pausen. Dann empfiehlt es sich jetzt, Caches auf dem Weg abzulegen, lang der Fluchtroute. Nützliche Gegenstände, vor allem Vorräte unterzubringen. Ich verlinke euch oben ein englisches Video von Canadian Prepper, der erklärt das ganz gut. Wichtig ist es, dass ihr auch Sachen, die ihr mal verlieren könnt oder die kaputt gehen könnt, mit in die Caches packt. Aber vornehmlich Essen. Trinken ist nicht das Problem. In Europa findet ihr immer wieder Wasser. Das Leben ist schließlich nicht in der Wüste. Wer meint, ihr hättet auf einem Fluchtszenario Zeit zum Jagen und zum Sammeln, den Zaum muss ich euch leider ziehen. Ihr werdet sowieso nicht viel am offenen Tag unterwegs sein. Und wenn dann nur, wenn ihr sicher sein könnt, dass die Gegend nicht allzu bewohnt ist. Und Zeit für Holz sammeln. Ja, ich habe gerade mal Zeit, um euch Wasser zu beschaffen. Alles andere ist auf der Flucht utopisch. Hätte ich fast ganz vergessen, was solltet ihr euch noch? Ich habe gesagt, Nahrung. Welche Nahrung solltet ihr in eure Caches legen oder in euren Fluchtrucksack tun? Reis zum Beispiel. Reis könnt ihr in diesen schönen leergetrunkenen PET-Wasserflaschen oder Colaflaschen abfüllen. In so eine Flasche geht viel Reis rein. Also eine Person wird davon bestimmt 4-5 Tage was haben. Nudeln, Nudelgerichte, die man möglichst nur mit heißem Wasser überschütten muss. Da gibt es auch eine ganze Menge in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger gehen auch nicht kaputt, solange sie im Beutel bleiben und der nicht aufgerissen wird. Die angesprochenen Riegel, egal welcher Art, ich würde auch keine Schokoriegel nehmen. Schokolade kann schmelzen. Diese Mr. Tom Riegel, die sind optimal. Ansonsten solltet ihr auf alles, was auslaufen kann, verzichten. Ich weiß, es ist verführerisch, da auch Dosennahrung reinzupacken. Allerdings müsst ihr da dann sehr tief graben, weil je nach Frostzeiten der Boden schon bis zu 1 Meter tief gefrieren kann. Und dann gehen euch die Dosen vielleicht kaputt oder noch schlimmer, ihr packt Glas rein. Lasst es einfach. Was ihr noch rein tun könnt,
ist Trockenobst und Trockengemüse. Also es gibt überall diese Saubohnen zu kaufen, getrocknet, oder überhaupt Bohnen, Erbsen. Es gibt Päckchen, auch schon fest abgepackt, mit Trockenobst. Es hat auch einen sehr hohen Kalorienwert, Trockenobst. Sowas gehört rein. Was ja auch reingehört, ist natürlich klar, ist eine billige Säge aus dem Baumarkt, so eine Klappsäge. Nicht in jedem Cache, aber wie schnell kann man eine abbrechen oder kaputt gehen? Paracord. Aber Canadian Prep hat da schon sehr gute Beispiele gebracht. Leider auf Englisch, ich habe nichts Sinnvolles Deutsches gefunden. Ich könnte hier natürlich auch noch stundenlang erzählen, was ich mal alles reintun könnte. Aber ich glaube, ein bisschen Hirn habt ihr selbst.